Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Und zwar wollte ich euch heute jetzt mal die Maxpedition Rolly Polly vorstellen, die ich jetzt immer bei mir trage. Ich habe die ganz große, die Maxi-Ausführung. Das ist auch die einzigste Ausführung, die Oberschenkelgurt hat. Die werde ich euch gleich zeigen. Es gibt drei Größen. Die kleinste, die Rolly Poly Mini, die hat 1,6 Liter Aufnahme und wiegt 120 Gramm. Dann gibt es die normale Rolly Poly, die hat 3,1 Liter und das Gewicht ist 116 Gramm. Da kann aber jetzt irgendwas nicht stimmen in dem Katalogangaben, weil wieso sollte jetzt eine 3,1 Liter leichter sein als eine 1,6? Naja, egal. Und meine hat 8,2 Liter und wiegt 232 Gramm. Hab's auch nicht nachgewogen. Ihr wisst es wahrscheinlich selber, in manchen Katalogen sind solche Angaben ziemlich verschieden, auch gerade was immer mit den Volumengrößen angeht. Ja. Okay, ich mach's jetzt mal auf. Die meisten Leute denken immer beim Einkaufen, die wissen gar nicht, dass es eine Tasche ist. Ja? Die denken, da drin ist jetzt ein, das wäre vielleicht ein Geldbeutel oder da ist ein Handy drin. Dann schauen sie ziemlich verdutzt, wenn ich dann auf einmal in der Kasse stehe. Zack. Und rollt das Ganze hier aus. Also hier, dann klappt man das hier. Einmal so, okay, jetzt wenn ich an mir dran hätte, könnte ich das besser zeigen. Und jetzt klappe ich so auf. Wie ihr sehen könnt, hier hinten sind, ja, ist der Oberschenkelgurt. Dann habt ihr hier auch nochmal Klettverschluss, dann hier, dass ihr es am Rucksack befestigen könnt, also Molleb-kompatibel. Dann ist hier oben noch so ein Slip-Clip, glaube ich, heißt es. Ja, Slip-Clip. Jetzt mache ich mal gleich noch einen Größenvergleich, dass ihr mal seht, wie groß die ist, weil ich habe jetzt gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt alles da reinstellen soll, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Deswegen, einen Moment. Ist hier meine Oberschenkeltasche. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Die habt ihr schon mal gesehen, irgendwo in einem Outdoor-Laden oder selber vielleicht zu Hause. Ich könnte hier diese Oberschenkeltasche ganz locker in die Rolly Poly reinmachen. Also ihr seht, ich mache jetzt meine Hand mal Schwanze auf. Da passt wirklich viel rein. Und wenn ich jetzt mal so, ja, unten ist das Loch drin, das wenn jetzt Wasser oder Flüssigkeiten, dass die ablaufen können. Ich finde das Ding eigentlich wirklich klasse. Ich habe mir es auch deswegen zugelegt, weil gerade im Herbst, wenn bei uns wieder die Esskastanien im Wald sind, vorher habe ich immer eine Plastiktüte mit mir rumgeschleppt. Das erspare ich mir jetzt. Oder Walnüsse gesammelt. Nehme ich jetzt das. Andere Leute verwenden es für Brennholz, zum Beispiel das Survival Mike. Der hat auch ein tolles Video, das seht ihr so mal am Mann, die Tasche, aber er hat die kleinere Version, das ist nicht die ganz große wie ich. Aber nachdem ich jetzt mal gefragt worden bin, ob ich es mal genauer vorstellen kann, mache ich jetzt halt hier gerade mal diese Einzelvorstellung von dieser Tasche. Was gibt es noch zu sagen? Ich weiß es gar nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe. Das Material ist 100% Cordura 1000D. Ja, mehr gibt es eigentlich zu der Tasche auch großartig nicht zu sagen. Außer ihr könnt dann jetzt wie jetzt hier dann noch den Klettverschluss außen zu machen, dass dann euch das Zeug nicht rausfliegt. Ja, das war die Präsentation von meiner Maxpedition Rolly Polly. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Weitere Videos folgen. In diesem Sinne, ciao, ciao.